Hallo, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man so ein schönes geflochtenes Stirnband häkelt. Es ist wunderschön, finde ich, und sehr dick und flauschig. Und hier hinten ist es zugenäht und hier vorne der ganze Teil bis zu den Ohren, bis hinten ist geflochten. Es sind drei Stränge, die zusammengeflochten werden. Und was ihr dafür braucht, ist natürlich eure Wolle, eine Wollnadel zum Vernähen am Ende und natürlich eine Schere, eine Häkelnadel mit der passenden Häkelnadelgröße. Ich habe die 5 mm Nadel benutzt und ja, ich werde euch jetzt zeigen, wie ich das gemacht habe. Ich benutze dafür die Paintbox-Wolle und zwar ist das Paintbox-Yarn Simply Aran und hat eine Lauflänge von 184 Metern auf 100 Gramm. Ist waschbar, ist 100% Acryl und sehr, sehr weich. Empfohlen ist die Häkelnadelgröße 5 und die benutze ich auch. Und ihr beginnt mit einem Anfangsknoten. Dazu könnt ihr die Wolle einmal um den Finger wickeln. Den hinteren Faden nach vorne und den hinteren dann unter den Finger heben. Und wir beginnen mit drei Luftmaschen. Und wir werden den doppelten Luftmaschenanschlag machen. Das heißt, wir arbeiten ohne eine Luftmaschenkette vorher zu machen. In halben Stäbchen. Dazu habe ich auch nochmal ein extra Video gemacht. Und ich zeige das aber jetzt natürlich auch. Wer das absolut nicht mag, der kann einfach 72 Luftmaschen anschlagen und ganz normal die halben Stäbchen obendrauf häkeln. Ich zeige jetzt aber, wie das ohne diese Luftmaschenkette geht. Und wir machen einen Überschlag und stechen in die erste Masche ein, holen den Faden durch. Dann sind drei Schlaufen auf der Nadel und wir maschen eine Schlaufe davon ab und holen dann den Faden und maschen alle drei auf einmal ab. Dadurch ist hier unten eine Luftmasche entstanden und das ist die nächste Masche, wo wir wieder einstechen werden, wieder einen Überschlag machen und ihr werdet jetzt hier unten in diese Masche, die entstanden ist, am Rand unter beide Maschenglieder gehen und den Faden da durchholen. Dann macht ihr wieder nur eine Schlaufe ab und nochmal alle drei. Nochmal ein Überschlag. Und wir gehen wieder hier unten am Rand unter beide Maschenglieder, holen den Faden da durch, maschen eine davon ab und dann alle drei. So entstehen jetzt diese halben Stäbchen ganz ohne eine Luftmaschenkette. Davon macht ihr insgesamt 70 Stück. Und wie gesagt, wer das nicht möchte, der kann eine ganz normale Luftmaschenkette machen aus 72 Luftmaschen, sticht in die dritte Luftmasche ein und macht 70 halbe Stäbchen. Dann wieder ein Überschlag und so weiter. Ihr geht immer unter beide Maschenglieder hier unten, holt den Faden durch, mascht die erste Schlaufe ab und macht dann ein halbes Stäbchen. Das könnt ihr jetzt machen, bis ihr 70 Stück davon habt und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe meine 70 Stäbchen gemacht und als nächstes macht ihr einfach zwei Luftmaschen, 1, 2, dreht das Ganze, sodass wir wieder in die andere Richtung häkeln können. Und ihr stecht jetzt bei dem ersten gleich, wo ihr hier oben drüber seid, in die erste freie Masche hier ein. Allerdings machen wir in das hintere Maschenglied unsere halben Stäbchen jetzt, um diesen Rippeneffekt zu bekommen. Es gibt dem Ganzen auch nochmal so eine schöne Struktur. Wer das nicht will, der kann einfach unter beide Maschenglieder gehen. Dann wird das Ganze einfach flach. Und wenn ihr das so machen wollt wie ich, könnt ihr einfach jetzt in das hintere Maschenglied ein halbes Stäbchen machen. Also den Faden holen und alle drei abmaschen. Und ins nächste, ins hintere Maschenglied
Und auf jede Masche kommt jetzt ein halbes Stäbchen und das die ganze Runde lang oder die ganze Reihe lang, bis ihr hinten angekommen seid. Also insgesamt 70 halbe Stäbchen ins hintere Maschenglied. Dann könnt ihr auch das Video wieder anhalten, bis ihr fertig seid. Und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Am Ende der Reihe angekommen, macht ihr noch die letzten halben Stäbchen. Vergesst nicht das letzte hier am Rand und die letzte Masche. Und macht dann zwei Luftmaschen zum Wenden. Dreht das Ganze auf die andere Seite. Und jetzt machen wir eine Reihe und zwar auch halbe Stäbchen, aber diesmal ins vordere Maschenglied. Also geht ihr jetzt nur hier vorne in diese Schlaufe rein und macht wieder die ganze Reihe halbe Stäbchen. Immer nur in das vordere einstechen. Die, die das nicht wollen, die machen einfach, die gehen einfach unter beide Maschenglieder. Das geht auch. Das macht ihr wieder bis zum runden Ende. Wenn ihr dann wieder hinten angekommen seid, das ist noch meine letzte. Dann macht ihr wieder zwei Luftmaschen, 1 und 2, und dreht das Ganze um. Und wir werden jetzt in die ersten 10 Maschen jeweils ein halbes Stäbchen häkeln, und zwar auch wieder ins hintere Maschenglied. Also einen Überschlag machen, in die erste Masche einstechen, ins hintere Maschenglied und ein halbes Stäbchen machen. Dann in das zweite auch. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und 10. Und da hört ihr erstmal auf, weil jetzt machen wir jetzt unseren einzelnen Streifen, den zweiten in der Mitte eben. Der erste ist ja der hier, dann kommt der mittlere und dann noch einer oben drüber. Und zwar müssen wir jetzt wieder mit unserem doppelten Maschenanschlag arbeiten. Ihr macht dazu diesmal eine Luftmasche, das reicht schon. Dann ein Überschlag. Und dann stecht ihr in diese erste Luftmasche nochmal ein, holt den Faden da durch, mascht eine Schlaufe ab und dann alle drei abmaschen. Dann wieder ein Überschlag, dann hier unten in beide Maschenglieder reingehen, Faden durchholen. Den ersten abmaschen und dann alle drei. Und das müsst ihr dann insgesamt 50 Mal machen. Also 50 von diesen halben Stäbchen. Und dann zeige ich euch gleich, wie wir das Ganze hier hinten wieder festmachen werden. Also immer so weiter. Ein Überschlag unten in beide Maschenglieder von dieser Randmasche. Eins abmaschen und alle drei abmaschen. 50 Stück davon. Dann nach den 50 halben Stäbchen könnt ihr euch das Ganze hier ordentlich hinlegen, dass das hier nicht verdreht ist irgendwie. Und wir machen das Ganze jetzt auf dieser Seite fest, und zwar in die 10. Masche. Also könnt ihr hier schon mal gucken, dass es gerade ist. Einen Überschlag machen
Und dann zählen wir hier vom Rand aus ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und in die 10. Masche machen wir dann gleich unser halbes Stäbchen. Und da wir auch am Anfang in die hinteren Maschenglieder gearbeitet haben, hier auch wieder ins hintere Maschenglied den Faden durchholen und alle drei zusammen abmaschen. Dann haben wir das Ganze hier auf dieser Seite festgemacht und wir können wieder in die hinteren Maschenglieder die restlichen Maschen häkeln bis zum Ende der Reihe. Am Ende angekommen, könnt ihr dann wieder eure zwei Wendeluftmaschen machen und das Ganze umdrehen. Und wir werden jetzt einfach eine Reihe halbe Stäbchen nur ins vordere Maschenglied machen. Also hier wieder einstechen, halbe Stäbchen in jede Masche, immer ins vordere Maschenglied. Und wenn ihr hier bei eurem Streifen angekommen seid, achtet unbedingt drauf, dass ihr nicht nochmal eine Drehung aus Versehen drin habt, weil der jetzt noch so schmal ist. Und dann häkelt einfach weiter, wenn der Streifen kommt. Bis ihr wieder am Ende der Reihe angekommen seid. Und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Wenn ihr hier hinten bei dem Streifen angekommen seid, achtet darauf, dass ihr nicht zusätzlich noch in diese Lücke hier einstecht. Ihr dürft wirklich nur in diese Stäbchen reingehen, weil ihr müsst auch nach dieser Runde immer noch 70 Maschen haben. Das darf dann nicht irgendwie mehr werden. So, und wenn ihr dann hier hinten angekommen seid, hoppla, dann machen wir wieder zwei Wendeluftmaschen, drehen das Ganze um. Und da sieht man auch, der Streifen ist immer noch nicht genauso breit wie das vorher. Da fehlt jetzt noch eine Reihe. Und dafür macht ihr jetzt eine Reihe komplett ins hintere Maschenglied. Halbe Stäbchen. Am Ende angekommen ist dann jetzt dieser Streifen genauso breit wie der und jetzt wiederholt sich das Ganze noch einmal, so dass wir noch einen dritten Streifen bekommen. Also eigentlich genau dasselbe, aber ich zeige es euch trotzdem. Ihr macht wieder die zwei Steigeluftmaschen, dann machen wir, weil wir ja hier auf der Seite ins hintere Maschenglied eingestochen haben, in der nächsten Runde wieder das vordere Maschenglied. In die ersten 10 immer jeweils ein halbes Stäbchen ins vordere Maschenglied. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 und 10. Und ab hier wird wieder dieser Streifen gemacht. Also macht ihr eine Luftmasche, dann einen Überschlag und in diese hintere Schlaufe von der Luftmasche dann einstechen, Faden durchholen. Ui, ist das eng.
dann eine Schlaufe abmaschen und dann alle drei abmaschen. Und dann geht ihr wieder hier unten unter die entstandenen zwei Maschenglieder, holt den Faden durch, macht wieder eine Luftmasche und dann das halbe Stäbchen. Nochmal unter die beiden Maschenglieder hier unten, Faden durchholen, eine abmaschen, drei abmaschen. Und die Masche gehen, eine abmaschen, drei abmaschen. Und das wieder insgesamt 50 Mal, 50 Stäbchen. Und das machen wir dann hier hinten wieder fest. Und das zeige ich euch gleich. Nach den 50 Maschen legt ihr euch das wieder gerade hin und fügt das Ganze hier vorne an in die 10. Masche vom Rand aus. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das ist die. Und zwar müssen wir auch wieder in das vordere Maschenglied einstechen und ein halbes Stäbchen machen. Und alle drei abmaschen. Und dann macht ihr in die restlichen Maschen auch noch ins vordere Maschenglied jeweils ein halbes Stäbchen. Und dann ist die Runde auch schon fertig. Und es fehlen uns nur noch zwei Reihen. Einmal hin und einmal zurück. Und dann ist unser Stirnband auch schon fertig. Und ich kann euch dann gleich noch zeigen, wie man den flechtet. So. Wenn ihr dann hinten angekommen seid, macht ihr wieder zwei Wendeluftmaschen, dreht das Ganze rum und häkelt wieder zurück mit halbem Stäbchen und diesmal wieder in das hintere Maschenglied einstechen. Einfach wieder eine Reihe, halbe Stäbchen. Für die letzte Runde macht dann wieder zwei Luftmaschen und dann werden in die vorderen Maschenglieder jeweils ein halbes Stäbchen gehäkelt, bis ihr am Ende angekommen seid. Und das war dann unsere letzte Reihe und bevor ihr da jetzt fertig seid, warne ich euch schon mal gleich vor, den Faden bitte nicht zu kurz abschneiden, weil den brauchen wir dann am Ende noch zum Vernähen. Also lasst ein bisschen Platz, sodass der lang genug ist, um die Kante nachher zuzunähen. Also jetzt einfach in jede Masche ein halbes Stäbchen ins vordere Maschenglied. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich bin jetzt fertig. Bin hier am Ende angekommen und wir lockern den Faden nur, schneiden den sehr großzügig ab. Und dann ziehe ich hier nochmal den Faden durch, dass das einen schönen Knoten ergibt hier am Ende. Und sich nichts mehr löst. Und diesen Faden lasst ihr dranhängen. Den brauchen wir. Und den hier auf der anderen Seite, den Anfangsfaden, den müsst ihr schon jetzt vernähen. Man könnte den auch später einfach übernähen, aber das finde ich nicht so schön, deswegen zeige ich euch das jetzt erst noch mal. Ihr geht einfach hier entlang mit der Nadel und fädelt den Faden hier durch und dann noch mal in die andere Richtung und ein drittes Mal in die verkehrte Richtung wieder. Dann könnt ihr den Faden vorsichtig abschneiden und wir haben schon mal den hier vernäht.
Ja, und jetzt kommen wir zu dem spannenden Teil. Und zwar haben wir ja hier unten alles zu und hier oben alles zu, aber wir werden das Stirnband trotzdem flechten können. Wir werden jetzt anfangen und zwar machen wir, also wir haben ja hier links, Mitte und rechts, mit dem rechten Streifen anfangen und den legen wir über den mittleren. So hier. Und den linken Streifen legt ihr über diesen hier. So. Dann nehmt ihr wieder das rechte und bringt das auch wieder hier in die Mitte. Und achtet immer drauf, dass diese Schlaufen flach und nicht irgendwie verdreht sind. Also die müssen immer flach bleiben. Und wenn ihr das jetzt hier in der Mitte habt, dann hat sich das hier unten alles so verdreht. Das ist völlig okay. Und zwar macht ihr das Folgendes, dass ihr hier den ihr jetzt gerade von rechts in die Mitte gelegt habt, hier lang fahrt. Und dann könnt ihr euch mit den Fingern hier unten diesen Rest einfach hier durchziehen. So, und dann ist das hier verdreht, das ist aber überhaupt nicht schlimm. Und dann machen wir wieder den linken auf das, also über das mittlere. Und den rechten nochmal über das mit, über das, was wir gerade gefaltet haben, geflochten haben, wieder in die Mitte. So sieht das jetzt aus. Und dann noch einmal das linke wieder zur Mitte. Haltet das gut fest und passt auf, dass das hier alles flach bleibt, hier oben. Was hier unten ist, ist völlig wurscht. Um das kümmern wir uns nämlich jetzt. Und zwar da, wo ihr jetzt als letztes die Finger drauf habt, was ihr von links in die Mitte gelegt habt, da fahrt ihr so lang. Und wir drehen wieder dieses Ende dahinter wieder zurück. Also ihr holt das von der anderen Seite einfach wieder durch. Und jetzt ist es wieder ausgedreht. Dann könnt ihr erstmal hier euren Faden wieder durchziehen, sonst bringt er uns hier durcheinander. Der hat sich nämlich auch mit verdreht, so. Dann geht es wieder weiter. Wir nehmen wieder die rechte Seite zur Mitte, die linke Seite zur Mitte. Dann nehmen wir noch einmal die rechte Seite und legen die wieder in die Mitte, auch wenn nur noch ganz wenig Platz ist. Und durch dieses Band von dem, was wir jetzt von dem rechten rübergeholt haben in die Mitte, da drunter gehen wir und holen uns hier wieder diesen Rest durch. Die andere Seite. Da hat sich das jetzt wieder verdreht. Das ist hier wieder so vernuddelt. Das ist aber okay. Und dann müssen wir wieder die linke Seite hier rüber holen in die Mitte. Die rechte Seite nochmal. Das wird jetzt ganz eng. Ihr könnt auch hier so ein bisschen dran auflockern, dass da noch ein bisschen mehr Platz ist, dann ist das nicht mehr so straff, weil hier hinten die sind meistens lockerer. Bis zum Ende wird das immer fester. Also die rechte Seite haben wir in die Mitte gemacht und dann noch einmal die linke Seite. Und da müsst ihr jetzt höllisch aufpassen, dass ihr das richtig rum macht, dass sich das nicht nochmal verdreht. Bei mir ist schon fast kein Platz mehr. Nochmal die linke Seite in die Mitte. Und das, was wir jetzt hier von links in die Mitte gelegt haben, merkt euch das ganz gut. Das ist hier dieser Strang.
Da muss jetzt dieser Rest wieder unten drunter weg, auf die andere Seite. Dann ist das wieder gerade. Und jetzt könnt ihr diesen Zopf so ein bisschen ordnen und sortieren, damit alle auch gleichmäßig groß sind, weil wir ja ein bisschen Platz hatten jetzt noch am Ende. Und das sind dann 6 von diesen Bögen. Also wenn wir jetzt hier zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, und das wäre dann fertig geflochten. Und um unser Stirnband fertig zu stellen, nehmt ihr die schöne Seite, also von beiden Seiten sieht das schön aus. Ihr könnt euch einfach jetzt aussuchen, welche ihr schöner findet. Und die ihr dann eben außen haben wollt, die legt ihr nach innen und klappt hier diese Seiten zusammen. Dann fädelt euch euren Faden auf eine Nadel auf. Und wir fangen da an, wo der Faden rauskommt. Logischerweise legen hier Kante auf Kante und nähen das am Rand jetzt einfach zu. Mal in beide Schichten in kleinen Schritten einstechen. Am Rand und zunähen. Wenn ihr am Ende angekommen seid, könnt ihr dann nochmal das Ganze hier gut verknoten und dann auch den Restfaden, wie ich schon gezeigt habe, ordentlich vernähen und den Faden dann knapp abschneiden. Und wenn ihr das Ganze dann umdreht, dann sieht das so aus. Und euer Stirnband ist dann auch fertig. Ich finde, es sieht wunderschön aus und ich hoffe, euch gefällt die Anleitung auch. Wenn ja, freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch von euch. Und wenn ihr es nicht schon gemacht habt, ihr könnt meinen Kanal kostenlos abonnieren, dann verpasst ihr keins meiner neuen Videos. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Häkeln. Teilt meine Videos mit Freunden und Familie und Bekannten. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal.